Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung meines neuen Fendt-Mod-Pack, das wir gerade in den letzten Zügen auf unseren Servern testen. Und ich bin guter Dinge, dass es schon zum nächsten Wochenende, also dem vierten Advent, fertig sein wird. Und da habe ich mir gedacht, kann ich ja jetzt schon mal ein Video für YouTube vorab drehen. Hier haben wir die gesamte Palette. Die gute Nachricht ist für alle Fans, dass es fast alle Fahrzeuge vom 19er in den 22er geschafft haben. Der einzige, der ja verloren gegangen ist, ist der kleine Ladewagen namens Tiggo XR75, hieß er, glaube ich. Und da ich ja sowieso lieber die größeren Ladewagen benutze, der Tiggo ist nur ein Zweiachser, habe ich das mir auch verkniffen, den zu konvertieren. Hüpfen wir mal rein, gehen wir mal dran lang an der ganzen Latte. Ich habe die so ein bisschen unterschiedlich lackiert. Der ist neu, das ist der Vario 200 und der ist ganz schmal und der ist neu und wird gebraucht für die Oliven, Haine und die Weinberge, wenn ihr dort die entsprechenden Pflanzen so eng nebeneinander setzt, dann braucht ihr dieses kleine schmale Gerät. Ja, Oldie but Goldie, auch noch in der alten Fendt-Grün-Lackierung, der Favorit 500, ich glaube von Anfang an dabei im LS, oder? Und der 300er im neuen Design, in einem kräftigeren Grün, aber ich habe mir mal erlaubt, zum Beispiel hier auch andere Farbversionen auszuprobieren. Der 700er in Massey Ferguson Rot. Ich finde das Rot klasse. Gut, Fans bleiben natürlich beim Original, wie hier beim 900er. Dieses Mal mit Doppelbereifung. Sieht ziemlich gemein aus, das Gerät. Und dann gibt es ja noch die Sonderlackierung beim 900er namens Black Beauty, die ist natürlich auch mit im Pack dabei. Das Spitzenmodell ist weiterhin der 1000er, der 1050er und bei dem habe ich mir mal eine New Holland Lackierung überlegt und das passende Gewicht, was auch zum Pack dazugehört, ist für die großen Modelle, also für den 900er, für den 1000er prima. Aber ich sag mal 3300 Kilo, ne? Ihr seht ihr es, könnt ihr halt nicht an den kleinen 200er oder 300er kuppeln, dann macht der einen Kopfstand oder so. Als nächstes kommen die beiden Kettengeräte: einmal der MT900 und der MT1100 und zu guter Letzt dann ein schwarzer Fendt Mähdrescher, der Ideal, den es in verschiedenen Motorvarianten und Größen gibt und der eben genauso wie Black Beauty nur in Schwarz erhältlich ist. Last but not least, Katana heißt der Feldhäcksler von Fendt und der hat ein besonders langes Rohr, wenn man das mal ausklappt. Und möchte auch gleich in den daneben stehenden Anhänger pusten. Den habe ich aus gutem Grund hier mal daneben geparkt. Denn ich habe an den Katana eine Anhängerkupplung dran gebaut. Eine 3-Punkt-Hängerkupplung. Und das hat einfach den Grund, dass wenn ihr hier. Also normal hat der serienmäßig ein Zugmaul, ne? Ein normales Zugmaul. Und an das könnt ihr natürlich auch so einen eigentlich mit Kugelkopf ranhängen. Aber wenn wir jetzt hier den anschließen, dann wird eben auch der unten an der Kugelkopfhalterung angekuppelt. Die Kraftwelle wird auch gesetzt, auch wenn man hier den Power-Ausgang nicht sieht. Es werden die Schläuche verbunden, zumindest die, für die Anschlüsse hinten dran sind. Und hier seht ihr zwei Spurstangen hat dieser Anhänger von Bergmann. Das ist der große Anhänger. Das klappt auch so. Und der Hintergrund ist der,
dass man natürlich, wenn man jetzt mit dem Feldhäcksler unterwegs ist, übrigens Schneidwerke dafür gibt es nicht von Fendt. Na, da müsst ihr quasi ein Fremdfabrikat nehmen, dass der eben dann direkt hinten reinpustet. Und ja, außerdem gibt es noch ein paar andere Besonderheiten. Ganz hinten im Hintergrund die beiden Mähdrescher-Schneidwerke für Getreide. Ein Maisgebiss von Fendt ist nicht dabei. Also auch hier müssten wir wieder quasi auf ein Fremdfabrikat zugreifen, zum Beispiel Capello oder ähnliches. Schauen wir uns das mal im Shop an, wie das dann aussieht. In der Onkel-Yogi-Kategorie habt ihr jetzt also die einzelnen Trecker und die sind vom Prinzip her bei mir ja immer ähnlich konfiguriert. Nehmen wir hier mal den 900er als Beispiel. Ihr habt beim 900er und beim 1000er serienmäßig keine Pflegebereifung mehr dabei. Der größte, wo ihr vanillamäßig Pflegebereifung auswählen könntet, das ist die 700er Serie, da haben wir die Pflegereifen. Deshalb habe ich mir gedacht, naja, kann man ja vielleicht trotzdem gebrauchen. Und die Pflegebereifung beim 900er und beim 1000er einfach zugefügt, wobei sie der Standardbereifung entspricht, aber eben für die Freunde der Fruchtzerstörung wie ein Pflegereifen wirkt. Bei sämtlichen Modellen habt ihr neben den Standard-Motor-Varianten, in diesem Fall ist die stärkste der 415 PS Motor, noch eine zusätzliche mit OY, also Onkel Yogi bezeichnete. Hier beim 900er haben wir dann 450 PS und auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ihr könnt, wie ihr das gewohnt seid bei mir, halt alles anmalen. Ihr habt die Hauptfarbe, die Designfarbe, die Felgenfarbe, das ist alles dabei. Kennzeichen ist ja serienmäßig jetzt bei allen Fahrzeugen im 22er drin. Ja, Black Beauty war ja, glaube ich, ein Bonusfahrzeug für Vorbesteller, weiß ich gar nicht mehr ganz so genau. Da ist dann die Farbauswahl begrenzt, weil das ist halt diese Sonderlackierung mit dieser silbrigen Haube und der Rest ist halt schwarz. Das Einzige, was ihr hier ändern könntet, wäre eben auch noch die Felgen schwarz zu machen. Und das war es dann an dieser Stelle. Aber ihr hättet auch den mit dem Motor, mit dem 450 PS Motor und dann steigt auch die Spitzengeschwindigkeit von 60 auf 70. Also überall so ein Schnaps drauf. Beim Vario 1050 gilt dasselbe. Der hat also auch eine Pflegebereifungsoption. Und hier ist dann die große Motorvariante von 517 PS. Steigt die ein bisschen deutlicher auf 800. Der hat dann eine Spitzengeschwindigkeit von 80. Das ist dann also schon, ja, ein ziemlich brutales Teil, sage ich mal. Die zwei mit der Raupe. Dazu noch der Hinweis, ja, auch so ein Bandlaufwerk kann eine Pflegebereifung sein. Ja, kann also für die Freunde der Hochzerstörung interessant sein. Auch hier eine etwas erhöhte PS-Version 500 statt 431 maximal oder hier beim Spitzenmodell MT-1100, da haben wir dann statt 673 auch 800 PS wie beim 1050er. Gleiches Thema, hier Pflegebereifung gibt es auch bei Bandlaufwerken, das funktioniert. Ja, das Fendtgewicht kann man anmalen. Ich hatte es ja vorhin mal New Holland Blau gemacht, da passt es zum Trecker. Hier wäre es vielleicht interessant, dann auch noch ein leichteres Gewicht, also ich sag mal 1000, 1200 Kilo zu haben. Da müsst ihr dann aber wieder ein Fendtprodukt nehmen für die kleineren Trecker, für den 500er Favorit oder für die 300er Serie. So, hier haben wir den besagten Katana und hier hinten seht ihr nochmal, dass hier eben eine zusätzliche Anhängerkupplung fest verbaut ist. Der hat also jetzt nicht nur hier oben das Zugmaul, sondern auch noch einen Kugelkopf, hat die Kraftwelle, die da quasi rein verschwindet und auch die Schläuche werden entsprechend verbunden. Die Besonderheit bei diesen, ihr kennt es vielleicht schon von meinem Kronepack, da ist ja der BX dabei, das ist ja quasi der größere Bruder. Er hat hier 650 PS standardmäßig. In meiner Motorversion hätte er dann 850 PS
Und auch wieder das gleiche Thema Reifen, ne? Breite Pflegereifen, wer es braucht, wer es mag. Aber wie es entscheidend ist, Feldhäcksler haben ja nie interne Tanks. Diese 20 Liter, die ihr hier seht, das ist dieses neue Silage-Additiv, wo eben ja, man das einfüllen kann und wo dann das Häckselgut, was hinten rausgepustet wird in den Anhänger, eben um 5% mehr wird vom Volumen. So, und der Freund hat jetzt eben auch einen internen Tank von mir eingeschraubt bekommen. Einmal in der Größe 50.000 Liter plus 40 Liter für Silageadditiv oder eben 100.000 Liter plus 60 Liter für Silageadditiv. Das ist dann da drin, auch wieder die Farbauswahl, wie ihr das kennt. Also das wäre dann wirklich mal eine Alternative zum Big X. Okay, der Big X hat nochmal 300 PS mehr und die kann man natürlich eigentlich auch ganz gut gebrauchen, wenn man eben hier intern schon mal 100 Tonnen durch die Gegend fährt. Und wenn man dann noch hinten einen Anhänger hinterhängt und da passen dann auch nochmal 100 Tonnen rein, dann ist 850 PS schon fast, ja. Also nicht zu viel, würde ich behaupten. Beim Mähdrescher ist es so, das ist ja auch quasi, ja, ich sag mal ein Sondermodell in gemein schwarz, alles schwarz, keine Farbauswahl, alles so. Hier ist das Design ein Wechsel in der Fahrerkabine, vielleicht könnt ihr das sehen. Ihr habt normalerweise hier ein Lenkrad und ihr könnt das wechseln auf Ideal Drive. Dann ist das Joystick gesteuert. Das Ganze. Aber Farbe ist halt immer dieses spezielle Schwarz. Auch der hat natürlich einen internen Tank. In der kleinen Version habt ihr 12.500 Liter. Und da könnt ihr dann einen Aufbau draufsetzen. Dann wird das hier auch ein bisschen größer. Dann habt ihr 17.100. Ja, und ich habe mir gedacht, runde Zahlen. Noch einmal weiter. Groß 2 haben wir dann 50.000 und Groß 3 haben wir dann 100.000 Liter und da kann man dann schon was mit anfangen und da kann man dann auch gut PS gebrauchen. Es gibt ja hier mehrere Motorvarianten. Hups, da mit 7T fängt es an, 451 PS, dann kommt 8T, 9T, 10T ist der größte mit immerhin schon 790 PS und last but not least wieder Onkel Yogis leichte Aufrundung auf 900 PS. Also da seid ihr dann gut mit unterwegs. Bei Fendt gibt es zwei Schneidwerke, die heißen zwar unterschiedlich, sind aber fast identisch. Also von den Daten her, wenn ihr unten mal schaut, haben beide 15 Meter Arbeitsbreite jetzt und ja, in meinem Fall dann eben 20 km/h Geschwindigkeit, aber sowohl von der Optik hier mal einfärbbar, das ist also quasi das, ja, Fendt. Getreideschneidwerk und auf der anderen Seite dann hier das Schwarze. Da kann man nichts einfärben. Das ist das Passende zum schwarzen Ideal, aber gleiche Größe, nahezu identisch. Ja? Wie immer gilt bei meinen Geschichten, dass es eine erhöhte Sichtbarkeit gibt für alle Teile. Ihr könnt sie also von ganz weit aus schon sehen. Eine Arbeitsgeschwindigkeit bezogen auf die Schneidwerke, die zwei, die da hinten liegen und natürlich auch abhängig, was ihr für ein Schneidwerk an den Häcksler macht, das bestimmt immer die Geschwindigkeit, wie schnell der Mähdrescher oder der Häcksler übers Feld fährt. Der Häcksler muss auf Fremdprodukte zugreifen und deshalb ist die Geschwindigkeit vom Katana hier von denen bestimmt. Also die Geschwindigkeit, die Arbeitsgeschwindigkeit, die wird vom Schneidwerk bestimmt. Ja, wenn ihr die zwei Original-Fendt an den Ideal hängt, dann hat der eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Das ist ja so mein Standard. Farbauswahl habt ihr gesehen. Die Abnutzung ist um das Zehnfache verringert. Die Überladegeschwindigkeit, also einmal hier vorne der Katana, aber dann eben auch der Fendt, wenn er eben abgetankt werden soll, ist bei mir 5000 Liter die Sekunde und damit doch deutlich flotter. Ihr habt eine verkürzte Motor. Startzeit. Was heißt das? Wenn ich in den Trecker steige und sofort auf die Taste W drücke, also vorwärts fahre, dann muss der Motor erstmal anspringen. Und wenn ich das hier beides mache, dann fahren bei mir die
innerhalb von einer Sekunde los. Die Standardgeschwindigkeit ist bei Fendt, ich glaube, 3,5 Sekunden. Ne? Einfach vertane Zeit, brauchen wir nicht. Ihr habt leicht erhöhte Arbeitsbreiten. Das bezieht sich hier auf die beiden Schneidwerke im Hintergrund. Wenn ihr euch die mal, ja, danke fürs Speichern. Wenn ihr euch die mal original im Shop anguckt, gehen wir nochmal hier auf die Schneidwerke. Die sind ja hier mit drin. Dann habt ihr hier einmal das Powerflow. Ne? Das hat normalerweise 12 Meter und das ist das schöne Schwatte. Und das Dynaflex hat auch 12 Meter. Also die sind eigentlich identisch, die beiden Schneidwerke. Auch 10 Kilometer. Das ist ja bei mir immer so, dass ich die Arbeitsbreiten so ein bisschen anpasse und auch das so mache, dass die sich im Helfermodus dann überlappen und man eben wirklich den Helfer dann die Bahnen gut ziehen lassen kann und nicht da irgendwelche kleinen Pixel am Feldesrand, gerade an der Schräge, noch übrig bleiben. So sieht das Ganze aus. Ich gehe mal davon aus, dass, wie gesagt, zum Wochenende das dann auch für alle online verfügbar sein wird. Wir sind derzeit in den letzten Zügen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal vorbei. Wir streamen eigentlich täglich auf Twitch, auch unter Onkel Yogi. Wenn ihr Lust habt mitzuspielen, es sind noch Slots frei. Wir haben mehrere Server am Start. Und dann hättet ihr auch ja, Zugriff auf diese Beta-Version und könntet eine Runde mittesten, bis sie dann endgültig zum öffentlichen Download freigegeben werden. Auf meinem Discord-Server erhältlich und im nächsten Schritt dann auch auf ModHoster. Soweit für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit, aber vor allem bleibt gesund. Bis bald, euer Yogi. Ciao, tschüss.